Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier verfolgt, was bei uns so abgeht. Ja, heute machen wir ein bisschen Real Talk. Ich sitze mal hier wieder in der Halle und es sind einige Fragen zu klären, die von eurer Seite ausgekommen sind. Einige haben mir auf Instagram geschrieben, was eigentlich los ist. Seit 8 Wochen machst du keine Videos mehr. Geht's dir gut? Auf Instagram bist du auch nicht mehr online oder nur quasi kurz online. Da kommen auch keine neuen Bilder mehr über den aktuellen Status, was hier so in der Halle abgeht. Was ist los bei dir? Einige haben mich gefragt, bist du krank? Geht's dir nicht gut? Also Leute, ich muss sagen, es geht mir gut. Alles cool. War einfach die letzten Wochen viel um die Ohren bei uns. Ja, ich erzähle euch einfach mal, was so ein bisschen los ist. Dann klären wir die Fragen und ich denke mal, ihr werdet dann wissen, was hier so los war. Also nach unserem Urlaub, den wir ja in Polen hatten, ist mein Sohn eingeschult worden, 1. Klasse. Da ist natürlich erstmal viel Zeit drauf gegangen. Wie ihr alle wisst, Schule, gerade der Anfang in der Schule, da muss man natürlich hinterher sein, dass alles läuft. Also habe ich mich hier erstmal aus der Halle rausgehalten, war natürlich mehr mit meinem Sohn an der Schule beschäftigt. Klar, es muss natürlich erstmal alles in Gang kommen. Neue Lebenssituation, auch für uns zu Hause alles. Es war was völlig Neues. Mittlerweile hat sich das alles eingespielt. Aber wie gesagt, am Anfang, ihr wisst alle, wir waren alle mal in der Schule. Wir brauchen Zeit. Man fängt an, richtig was zu lernen. Und da braucht man natürlich auch Unterstützung. Ja, parallel neben der ganzen Sache mit der Schule war meine Frau leider auch krank. Es ging ihr gesundheitlich nicht gut. 6 Wochen war sie krank. Da fällt natürlich auch einiges an Arbeit, auch zu Hause. Diese ganz normalen alltäglichen Sachen, die da waren, da musste natürlich auch viel Unterstützung kommen. Gott sei Dank, ich bin echt froh, es geht ihr wieder gut, sie ist gesund. Da bin ich heilfroh, dass das auch wieder alles klappt. Und wie gesagt, ich bin halt auch Papa von 2 kleinen Kindern, die wollen natürlich auch was von mir haben. Dementsprechend haben sie gesagt, die 6, 8 Wochen jetzt ein bisschen Zeit genommen. Ich muss dazu auch sagen, klar, ich arbeite parallel immer noch im Krankenhaus. Da kommt natürlich auch viel Stress auf einen zu. Die Arbeit im Krankenhaus, du bist natürlich fertig. Anschließend später vielleicht manchmal nicht so Lust in die Halle. Das haben wir alle natürlich, klar. Aber wie gesagt, ihr wisst, was so am Krankenhaus los ist, was da so abgeht. Da hat man natürlich ist man natürlich auch echt geschafft nach der Arbeit. Ja, das YouTube, das Ganze hier, das läuft natürlich als Hobby bei mir. Vielleicht schaffen wir das irgendwann mal hier mit eurer Unterstützung, wenn der Kanal hier wächst und wächst, dass wir vielleicht davon mal hauptberuflich das Ganze machen können. Aber aktuell muss ich sagen, es ist einfach nur ein Hobby von mir. Es läuft hier neben der ganzen Sache. Wie gesagt, neben Familie, neben Arbeit, neben allem anderen ist das hier ein Hobby. Neben den ganzen Schrauben, das hier auch ein Hobby ist. Und wie es immer so ist, Familie geht vor. Familie geht einfach vor. Sollte das mal so sein, dass dieses YouTube, das Ganze hier, alles, was mit der Halle, mit dem Schrauben, mit dem YouTube, zu viel Zeit in Anspruch nimmt und ich keine Zeit mehr für die Arbeit, für die Familie habe, dann stampfe ich das ja alles hier ein und beenden wir das Ganze. Aber wie gesagt, ich gucke halt immer, dass das gut klappt und dass jeder was davon hat. Und das sind aber einfach so alltägliche Sachen, die einfach auch da sind. Ne? Ich bin halt kein YouTuber, der Single ist, der alleine lebt, der jeden Tag jetzt Zeit hat in die Halle. Das bin ich natürlich auch nicht. Ich arbeite auch im Zwei-Schicht-System, meine teilweise auch 60 Stunden in der Woche. Das darf man nicht vergessen. Ja, manchmal habe ich fast 60 Stunden Woche im Krankenhaus. Da ist man natürlich auch platt. Ne? Ich versuche natürlich auch, das so zu machen, dass wir hier auch immer wieder Zeit haben, in der Halle zu sein, an den Projekten weiterarbeiten können. Ich meine, klar, der Beetle hätte schon längst fertig sein können, aber wie gesagt, neben der Arbeit, eine Vollzeitstelle im Krankenhaus ist anstrengend. Das braucht man keinem erzählen. Es ist heftig. Aber wie gesagt, ich gucke halt immer, dass es gut klappt, dass wir viel kombinieren können, dass wir einen Teil da machen, einen Teil hier machen, dass alles passt.
dass ich immer eine perfekte Mischung aus allem habe. Und bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die 6, 8 Wochen, die wir jetzt nicht mehr online waren, die haben wir uns einfach mal rausgenommen, aber es wird jetzt halt alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen. Und ja, mit eurer Unterstützung wird auch dieser Kanal weiter wachsen. Da bin ich echt froh, wenn ihr dann natürlich, klar, ein Like, einen Kommentar hinterlasst, damit der Algorithmus arbeiten kann. Klar, sage ich natürlich in jedem Video, abonniert den Kanal. Klar, wenn ihr sehen wollt, was hier so weiter los ist in der Halle, müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren. Ihr kriegt natürlich über die Glocke dann auf YouTube immer wieder eine Info, dass es was Neues gibt. Und wie gesagt, die nächsten Planungen stehen fest. Da wird es auf jeden Fall einiges. Dann gab es die Frage, was ist mit dem Insignia passiert? Wo ist der Insignia? Hast du den verkauft? Hast du den fertig gemacht? Ja, der Insignia ist mittlerweile verkauft. Hab den an einem Wochenende verkauft. Und ja, er hat mir die letzten Wochen auch sehr viel Stress bereitet. Es ist die Batterie kaputt gegangen, die Geld gekostet hat. Nach dem Batteriewechsel hatten wir zig Softwareprobleme, die mir echt Kopfschmerzen bereitet haben. Der Sitz funktionierte nicht, ich konnte den weder nach vorne noch nach hinten fahren. Die Sitzheizung hatte auf beiden Sitzen nicht funktioniert. Ich konnte den Wagen zum Schluss auch gar nicht mehr starten. Ich musste den ADAC hier in die Halle bestellen. Der hat mir den Wagen quasi so ein bisschen gecrackt. Und dann konnte ich mit dem Wagen zu Opel fahren. Die haben das für einen echt guten Preis repariert und anschließend habe ich den Wagen verkauft. Also die Geschichte hier mit dem Insignia ist beendet. Wir haben Zeit jetzt umso mehr für den Beetle da hinten und ich denke mal, ein neues Projekt wird hier auch auf den Platz, denn ich sitze jetzt aktuell hier auf dem Platz, wo eigentlich ja der Insignia stand. Den werden wir demnächst wieder belegen. Aktuell steht ja noch von meinem Vater der Roller, der überwintert jetzt hier in der Halle. Und ja, der Insignia, wie gesagt, ich bin echt heilfroh, dass ich den verkauft habe. Wie gesagt, das Thema mit Opel haben wir jetzt erstmal hier in der Halle beendet. Es wird auch in der nächsten Zeit, nächsten Saison, kein Opel mehr geben. Ich bin ja, wie gesagt, jahrelang VAG gefahren, aber wie gesagt, Opel, das Thema haben wir jetzt hier erstmal durch. Wie gesagt, Opel, habe ich ja gerade gesagt, ist weg. Schon mal einen kleinen Teaser für die nächste Zeit. Ich werde demnächst jetzt auf die Suche gehen, mir ein Projekt suchen aus den 90ern oder aus den 2000ern. Einfach nur als kleinen Teaser. Das kommt demnächst auch online. Das wird quasi das nächste Video von diesem hier sein. Und ja, mehr möchte ich nicht dazu verraten. Wir werden mal gucken, was es da gibt. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und ja, ich kann einfach nur sagen, es wird wieder grandios. Da werden wir auf jeden Fall wieder was Schönes bauen. Und parallel werden wir auf jeden Fall hier den Beetle im Hintergrund. Der muss jetzt in dem Winter fertig sein. Er muss bis zum Sommer, was heißt bis zum Sommer? Bis zum Sommer muss er fahren. Der muss bis zum Frühling fertig sein. Ich möchte nächstes Jahr damit zum Wörthersee fahren, wenn überhaupt der Wörthersee noch stattfindet. Das weiß ich zurzeit auch nicht. Nach den ganzen Aktionen dieses Jahr, was dort abgegangen ist, weiß ich nicht, ob die Szene da runterfährt. Wenn ja, will ich auf jeden Fall da runter mit dem Beetle und vielleicht auch mit dem neuen Projekt, das wir bis jetzt noch nicht haben. Mal gucken, aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Hauptsache, wie gesagt, der Beetle wird fertig den Winter und ja, ich habe keinen Stress mehr mit dem Insignia Beetle, neues Projekt. Da kommt auf jeden Fall einiges im Winter auf uns zu. Ja, jetzt haben wir leider noch ein anderes Thema, das ich so ein bisschen mit euch teilen will, ein bisschen anschneiden will, aber auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen will. Aber es hat mich einfach die letzten Wochen wirklich sehr mal wieder beschäftigt. Ja, letztes Jahr ist mein bester Kumpel gestorben, ganz plötzlich. War auch nicht viel zu machen. Ich konnte mich leider nicht bei ihm verabschieden. Und ja, das belastet einen auf jeden Fall. Na, ich sag, das war natürlich jetzt im September, war es auch wieder der Jahrestag. Und wir hatten jetzt einen Feiertag aller Heiligen und es hat mich wirklich beschäftigt. Was, wie gesagt, es war auf jeden Fall so ein Ding, was, ja, was mich so ein bisschen runtergezogen hat, muss ich ehrlich sagen.
wodurch ich auch erstmal keine Lust hatte, hier wirklich was in der Halle zu machen, wenn ich die Zeit auch hatte. Ich war zwar hier, aber Kleinigkeiten gemacht. Jetzt nichts wirklich, womit wir ein Video hätten starten können. Es ist einfach echt scheiße, wenn man jahrelang zusammengeschraubt hat und dann dieser Schicksalsschlag kommt. Ich möchte das wirklich nicht vertiefen, auf Rücksicht auf ihn, auf Rücksicht auf seine Familie. Wie gesagt, es war halt einfach nur wirklich plötzlich, stehst du da, du kriegst die Nachricht, dass er verstorben ist. Du kannst dich noch auf der Beerdigung verabschieden, aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, über gewisse Dinge zu quatschen, irgendwas zu regeln oder so. Und es war wirklich urplötzlich. Und ja, es ist belastend. Ne? Vor allem gab es hier und da noch ein paar Dinge, die eigentlich geklärt hätten werden müssen. Und du bist ja nicht mehr zugekommen. Das ist einfach echt, es tut weh, ja, es tut wirklich weh. Und vor allem, weil es der beste Kumpel war. Wir alle wissen, mit dem besten Kumpel bespricht man andere Sachen als sonst so. Aber wie gesagt, es tut echt weh. Und ich werde diese Möglichkeit leider nicht mehr haben. Aber ja, das Leben muss leider weitergehen. Aber wie gesagt, es ist schwer. Es ist schwer, vor allem, weil, wie gesagt, gewisse Sachen noch im Raum standen, die ich eigentlich hätte klären wollen. Eine Woche vorher haben wir uns kurz getroffen an der Straße und eine Woche hatten wir uns eigentlich verabredet. Wir wollten uns noch mal ein bisschen zusammensetzen und alles. Und nächste Woche, bam, kam die Nachricht, er ist verstorben. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt ein Jahr her. Und ja, es ist alles so im Raum geblieben. Vielleicht wird man sich irgendwann mal in diesem Leben oder nach dem Leben nochmal wiedersehen. Ich denke schon, aber damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen und erstmal leben. Und wie gesagt, es war halt der Jahrestag, der jetzt wieder im September war. Und wie gesagt, es tut mir an eurer Stelle auch leid, dass da nichts online kam, aber wie gesagt, es hat mich erstmal beschäftigt und ich denke mal, da werdet ihr auch verstehen, dass dann nichts online kam, aber wie gesagt, ich brauche doch einfach mal Zeit für mich zum Nachdenken und ja, es ist einfach so, wie gesagt, ich kann es nicht ändern, es tut weh, es tut wirklich weh, einiges, wie gesagt, war vieles geplant, man hätte viele schöne Dinge hier weiter starten können, was natürlich nicht ist, aber ich werde es mal so sagen, es gibt viele Dinge von meinem besten Kumpel, wie gesagt, ich möchte auch hier keine Namen nennen, aus Rücksicht auf ihn, auf Rücksicht auf seine Familie, aber ich denke mal, in den nächsten Projekten, die hier kommen werden, werden einige seiner Sachen, Teile verbaut werden und es wird immer ein Teil von uns sein. Er wird ein Teil von uns sein, seine Sachen werden immer ein Teil von uns sein. Und allein schon der Gedanke, dass etwas von ihm immer dabei ist, das ist ein echt schöner Gedanke. Ja, das war es eigentlich an sich. Ein kurzes Video heute, ein bisschen Real Talk. Ich danke euch fürs Zuhören, denn ich denke mal auch, ich habe so ein paar Fragen von euch beantwortet, was los ist. Warum war ich 8 Wochen nicht online? Fast, also gut 2 Monate kam von der Scrape Garage nichts online. Es hat seine Gründe, schöne, aber auch nicht schöne Dinge. Aber gut, es ist nun mal so im Leben, dass gewisse Sachen passieren. Traurig, schöne Dinge. Damit müssen wir natürlich leben und wir können immer nur froh sein, dass es der nächste Tag wieder wird und dass wir einen nächsten schönen Tag erleben können, viele Gedankengänge, schöne Erlebnisse, crazy Sachen machen können. Also da bin ich echt froh, dass es jeden Tag immer wieder aufs Neue schön weitergeht. Ja, meine Freunde, ich danke euch fürs Zuhören. Was soll ich jetzt zu dem Video sagen? Hinterlasst ein Like, ja. Ich weiß nicht, ob man das dann Like machen kann. Schreibt einfach eure Gedanken in die Kommentare. Und ja, abonniert den Kanal, denn ich verspreche euch, es wird hier wieder sehr interessant werden. Wie gesagt, kleinen Teaser zum neuen Video, zum nächsten Video. Es wird um 90er-Projekt gehen. Da habe ich mir schon ein paar schöne Gedanken zugemacht. Und
ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zu einem neuen Video. Euer Markus aus der Scrape Garage und bis zum nächsten Video.